Oh shit, nicht ausrutschen, nicht ausrutschen. Wow, 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 wow. Jetzt ist er bei mir. Und ich kann in seinem Haus einfach Unfug treiben. Tschüss, Step. Da fährt echt eine Lok. Hab erstmal den Zug ausgemacht. Es kann ja nicht sein, dass der hier mit dem Zug rumfährt, in dem ich nicht mitfahren kann. Dann was mache ich am liebsten? Neben einbrechen in anderen Häusern? Zug fahren. Ja. Hey Killers, was geht bei euch ab? Willkommen zu Hello Neighbor. Ich bin jetzt offizieller Tester von allem. Drum und dran. Was passiert denn jetzt? Ich habe auf den New Game gedrückt und jetzt... Ein Video! Cool bleiben, Leute. Shh. Turn on electricity, check inside, move stuff inside, take a nap. Ah, das ist ja eine wunderbare, einfache Sache, die ich jetzt machen muss. Achso, das hängt hier am Pfahl. An der Stelle mal direkt einen Daumen nach oben, Kinders. Nicht nur für mich, sondern hauptsächlich für euch, denn ihr habt es geschafft. Ihr habt mir im letzten Stream so viel gespendet, oder insgesamt die letzten Streams so viel gespendet, dass ich mir von der gespendeten Geschichte hier eben die Sache kaufen konnte. Also praktisch den Zugang zu dem kompletten Spiel, auch wenn es dann fertig ist. Aber auch jetzt schon zu allen Alpha-Builds, zu allen Beta-Builds. Oh mein Gott, Leute! Und ich habe was herausgefunden. Ich zeig's euch kurz, okay? Achtung, ich habe mich eingelesen. Man hat sogar so eine Item-Bar... Passt auf, man kann schmeißen. Ah, Patrick, mi madre! Rechtsklick gedrückt halten, dann schmeißt man. Wunderschön, oder? So, wir haben ja einen Schlüssel, den packen wir ein. Ich nehme die Taschenlampe noch mit. Das ist so geil, Alter! Oh, fuck. Moment, Moment, Moment. Etwas übermütig hier die Taschenlampe weggeworfen. Also, wie gesagt, es ist euch zu verdanken, dass ich jetzt in diese Alpha hier einsteigen kann. Kann ich die Zettel mitnehmen? Nee. Ey, ist das cool. Ich nehme noch das Fernglas mit, denn... Aha, was machst du da drüben, Nachbarlein? Hast du zugemacht, okay? Oh, Leute, Leute, Leute. Ich habe mir den Changelog durchgelesen. Wir können... Ach, guck mal, wie groß das jetzt ist. Wir können anscheinend auch jetzt in die zweite Etage gehen und es gibt noch einen Keller und es gibt ganz viele Sachen. Alles ist anders und manchmal kann man sogar nackt sein, wenn man will. Beim Nacktsein habe ich gelogen, aber hey. Press E to activate. Okay, okay. Das geht. Oh, ich wollte gerade sagen, das geht ja super. Okay, kann ich es ja wieder deaktivieren? Ayo, ist es jetzt abgehakt hier? Ayo, turn on the electricity. Lass mal kurz das Spiel veräppeln. Oh, das deckt mit, das deckt mit, ich verstehe schon. Heute ist übrigens das erste Mal, dass ich die Webcam auf automatisch gestellt habe. Ihr habt vielleicht die letzten 5 oder 6 Videos gesehen. Da war der Greenscreen so schlecht beleuchtet, dass ich bei der Einstellung für den Greenscreen alles verhudelt habe. Mein ganzes Gesicht war dann immer zur Hälfte weg und so. Ich habe das dann zwar ganz gut wegbekommen, aber ein bisschen was davon kann man trotzdem noch sehen in den letzten paar Videos. Los geht's, okay. Press left mouse button to use. Ich öffne mal. Hold and release RMB to throw item. Ach, sehr schön. Bam! Ich nehme das Schloss mal mit, vielleicht kann ich damit Sachen abschließen. Okay, ich mache hier das Licht wieder aus, ihr wisst ja, die Schnaken und so. Was müssen wir jetzt noch machen? Warte mal, irgendwas müssen wir noch machen, oder? Move stuff inside. Okay, ganz einfach. Wir machen das Schloss da rein, die Kiste machen wir noch rein, zack! Das machen wir noch rein, whoop. Den Stuhl nehmen wir auch mal mit, oder? Komm, ich will schon noch einen Stuhl haben. What? Der Stuhl hat mich einfach gerade eben gebumst. Ich dachte eben, shit, ich habe eine Singularität erschaffen. Mein Ball noch, Leute, mein Ball. Ich liebe meinen Ball. Den Besen nehme ich auch mit rein. Ich bin ja eigentlich schon jemand, der sauber ist. Dem Radio funktioniert sehr gut. Press E to sleep. Jetzt müssen wir schlafen. Ich mache das Licht aus. Ich schlafe ungern bei Licht. Und los geht's. Nun gut, scheinbar haben wir jetzt geschlafen. Ich nehme mal hier die Binoculars und schau mal, ob wir schon irgendwas sehen hier drüben in unserem Zielgebiet. Diese verschissenen Grillen, Mann, ihr fuckt mich so ab. Oh Gott, das ist ja auch hier drin. Mal gucken, was jetzt auf unserer Liste steht. Und die ist weg. Das ist eine Frechheit jetzt gerade. Naja, ich sehe jetzt hier gerade keinen Zettel. Ich werde einfach mal rübergehen und schauen, was wir hier... Vielleicht sehen wir irgendwo... Guck mal da oben. Geil, wir können da oben rein. Oh. Wir sagen, wir begrüßen ihn erstmal ganz höflich. Der Kerl kommt. Oh. Ich geh mal rein. Was geht denn jetzt hier ab? Die Garage ist etwas größer als beim ersten Mal, wenn ich mich recht entsinne. Guck mal, wir können hier die Garage mal aufmachen, dass wir schnell flüchten können. Was geht denn hier ab? Okay, hier ist abgeschlossen. Halt deinen Mund! Du hast mich nicht gesehen. Nein! Er hat mich gesehen, ich gehe einfach nach Hause. Ich hab geträumt. Ich hab schlecht geträumt. Kommt der immer noch? Der kommt immer noch. Sie, alter Sack! Tschüss! Ich geh zu Ham. Oh Gott! Er bricht einfach ein! Ich leg mich schnell ins Bett. Ich leg mich schnell ins... Tja, wo bin ich jetzt, hä? Wo bin ich jetzt? Hast du mich... Jetzt ist es schwierig, ne, mich wieder zu finden. Was mache ich denn jetzt? Sir?
Kann ich Ihnen vielleicht diesen Schlüssel anbieten? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Jetzt ist er bei mir. Und ich kann in seinem Haus einfach Unfug treiben. Tschüss, Depp. Der ist ja noch, ne? Gut, er ist noch bei mir. Er ist noch bei mir. Okay, alles ist gut. Boah, die Schubladen gehen aber langsam auf. Die gingen mal schneller auf. Was denn, Leute? Instruction, guckt euch das an. Er hat da jemanden begraben, der dann hier klingeln kann, bei Bedarf. Was hat er denn hier genascht, der Gute? So, so. Oh shit, nicht ausrutschen, nicht ausrutschen. Wow, 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 wow. Sag mal, was fährt denn da oben? Wie eine Lok oder sowas, hört sich das an. Vor allem in der ersten Nacht muss ja eigentlich irgendwas passieren, wisst ihr? Eigentlich muss er mich ja da kriegen oder so, dass das, was ist denn da draußen? Da sind Schienen! Da fährt echte Lok! Da fährt ein kleines Ziegle! Oh. Man kann ja aufmachen. Ich habe gerade den Ofen ausgeschaltet. Hoffentlich kommt er jetzt nicht, um das zu richten. Guckt euch das an! Was ist denn da los? Tja. So, jetzt ist aber Tuck da oben. Hab erstmal den Zug ausgemacht. Es kann ja nicht sein, dass der hier mit dem Zug rumfährt, ne? In dem ich nicht mitfahren kann. Dann was mache ich am liebsten? Neben einbrechen in anderen Häusern? Zug fahren. Komm, wir gehen hier mal rein. Okay. Das war natürlich sein Fail, ne? Dass er da jetzt bei mir eingebrochen ist. Okay, Aufzug, Aufzug. Ach, den habe ich jetzt ausgemacht, oder was? Okay, okay, scheinbar habe ich den Aufzug ausgemacht mit dem Stromdingens da draußen. Die Bahn fährt da noch, bin ich blöd. Ich hör's ja. Okay, scheinbar braucht der Aufzug noch Strom. Ich kann mich unterm Bett verstecken. Ja, eine Crowbar haben wir gefunden. Habt ihr das gesehen? Da lag eine Crowbar. Zack. Haha. Sehr nice. Sehr nice. Jetzt können wir so ein bisschen besser hier rum einbrechen. Und ein Hammer. Perfekt. Mit dem Hammer können wir irgendwie was... Also mit einem Hammer können wir diverse verschlossene Sachen aufmachen. Wahrscheinlich brauchen wir hier eine Schaufel. Wisst ihr was? So, pass mal auf. Das kann ich gleich mit dem Hammer aufmachen, oder? Mit der Brechstange? Die Brechstange hinten dran geklemmt. Also eigentlich kann ich die Dinger hier aufziehen, oder? Oder, ich muss wahrscheinlich erst... Ich muss erst die Schräubchen mit dem Hammer rausziehen. Ah ja. Guck mal da. Das ist ja cool. Ha! Wir haben es ja gar nicht geschafft. Oh, sag bloß, das ist so geplant, dass der Kerl bei einem im Haus stecken bleibt. Oh Gott, ich raste so aus, das Spiel. Wisst ihr, das Coole bei dem Spiel ist, dass sich das Spiel auf einen einstellt. Mein Spiel ist ja gezwungenermaßen oft... Weil man ja oft stirbt, ne? Irgendwann erwischt er einen. Und das Level verändert sich dann, so Stück für Stück. Und das Coole ist, dass sich das gesamte Level und auch der Charakter, also der gegnerische Charakter, daran gewöhnt, wie du spielst. Beziehungsweise nicht daran gewöhnt, aber er prägt sich ein, wie du spielst und arbeitet dann gegen dich. Wir hätten all die Jahre hoch können, haben es nicht gemacht. Hallo? Ist das Eis? Ha! Guck mal, da ist die Glocke. Warte mal, die Glocke nehmen wir noch mit. Was lege ich denn weg? Das ist die Ocular. Binoculars brauchen wir nicht. Die Glocke können wir jetzt unten dran machen. Oh mein Gott, vielleicht können wir denjenigen retten. Jetzt fehlt noch der Faden, ne? Wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig spannend. Das ist echt geil. Die Binoculars lasse ich mal kurz da... Alter, da ist ein Hai. Wisst ihr was? Der Hai bewacht es hier bestimmt. Und weil ich irgendwas gemacht habe oder noch nicht gemacht habe, ist jetzt hier zum Glück gerade Eis und kein Wasser. Ey, enorm. Ja, und hier kann ich rein. Finde ich schon mal gut. Bang, bang. Oh, shit. 100 für einen Apfel, 200 für die Fernbedienung und 300 für den Schlüssel. Okay, das ist scheinbar aus. Schade. Ich brauche noch ein Gewehr, um hier spielen zu können. Das machen wir dann da drauf. Krass. Da drüben ist eine Holztür. Okay, gut. Oh. Oh, guckt euch das an. Eine Puppe, die einfach in die Ecke guckt. Das ist schon eklig, oder? Man kann die Buchstaben auch nehmen. Weiß noch nicht, was ich damit jetzt machen soll. Ich lasse mal den hier liegen. Wir machen mal den... Wir öffnen mal diese Tür hier. Okay, hier ist noch versperrt. Ich muss dran denken, alle Schubladen aufzumachen. Können wir uns hier hocharbeiten? Ich bin so ein Möbelpacker! Ja! Kann ich das hier wegnehmen? Nee, okay. Oh fuck, meine Taschenlampe, warte, die brauche ich noch. Okay, hoffen wir mal hier auf irgendwas Nützliches. Ah nee, habe ich schon.
Ich dachte eben, es wäre irgendwie so eine Doppel... Oh Gott. Ah. Diese Puppe hat mir es gerade echt gegeben, ne? Das gibt's doch gar nicht. Nur eine Puppe. Stirb, Puppe! Okay, okay, okay. Wir gehen erstmal hier. Hier ist zu. Okay. Da ist offen. Okay, okay. Was ist das denn hier? Ganz viel Essen. Oh, oh. Jetzt habe ich einfach das Fenster hier eingeworfen, ich Grasdackel. Wenn er jetzt kommt, der bringt mich um. Der bringt mich um. Boah, so viele. Boah, cool. Ha. Ich schalte es mal aus. Die über. Ah, haha, was haben wir denn hier? Ein Dietrich. Sehr schön. Und ein Bohrer. Wow, wow, wow. Überwältigt mich gerade hier. Das überwältigt mich echt gerade. Wir haben jetzt zu wenig Platz. Mit dem Dietrich kann ich in diese Tür reinkommen, die geschlossen war. Und zwar in diese hier. Oder? Ist das nicht ein Dietrich? Hier? Kann ich damit vielleicht unten die Tür aufmachen? Ja! Exit! Mensch, hey, oder? Ja, ich würde sagen, der perfekte Schnitt, um nächstes Mal weiterzumachen.